Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen bei Gameshouse Forest Games. Ich mache wieder die Ansage, aber ich bin nicht alleine, sondern mit dem Marc. Hallo. Hallo. Und wir joinen. Genau, wir joinen wieder auf den langweiligen Forest. Was, hast du gerade gesagt, der ist langweilig? Ich schwöre. Das ganze Projekt ist öde. Was? Nein, im Moment geht leider nicht so viel. Das Projekt ist ja total super. Ja, im Moment geht im Moment wirklich leider jetzt nicht so viel. Aber es wird sich bald ändern. Sobald das mit einem anderen Team geklärt ist, denke ich, werden wir bald in den Krieg kommen. In den Krieg? Ja, ich liebe Krieg. Nein, okay, das hört sich jetzt vielleicht falsch an. Ja, ich wollte gerade schon was sagen, aber... Nein, Krieg ist nicht gut. Krieg ist böse. Vielleicht sollten wir mal auf das Thema Apple kommen. Das neue iPhone. Six. Und das neue, und die neue iWatch, die alle Watches übertrumpft. Eher nicht. Ihr wisst ja, alle, hoffe ich jetzt mal. Ich bin kein Apple-Fan und iWatch oder die Apple Watch macht's mir noch schwieriger. iWatch ist es nicht, genau. Aber die macht's mir noch schwieriger, an Apple überhaupt zu glauben. Weil, Leute, habt ihr euch die mal angeguckt, wie grottenhässig ist die ist mit dem Knopf auf die Seite? Ey, du bewegst dein Handgelenk nach oben und hängst mit deinem Handgelenk da in einem scheiß Knopf drin, der erstmal deinen Arsch versohlt. Warte nur, bis Samsung den Knopf rausbringt, die kupfern bei Apple ab. Wetten. Nein, hundertprozentig werden die das nicht tun. Wetten? Nein, das werden die hundertprozentig nicht tun. Wetten, die werden es tun. Okay, wir wetten. Hier offizielle Wette, Gamesource Wette. Derjenige, der kein Recht hat, tut in die Gamesource Kasse 5 Euro rein. Alles klar. Guck mal, dabei. Wir haben nur keine Zeit eingegrenzt, in der Samsung das nachbauen muss. Die nächste Smartwatch, die Samsung rausbringt. Okay. Ist das gut? Aber ein neues Teil, jetzt nicht irgendwie so eine Light-Version von deiner Uhr. Wie eine Light-Version von meiner Uhr. Ja, kann ja sein, dass die so deine, weiß ich welche Uhr du hast, so 2.0 machen, das zählt nicht. Ey, meine Uhr, das ist ja schon der zweite Teil, es wird wahrscheinlich als nächstes die Gear 3 kommen. Okay, gut, das zählt, aber es zählt nicht 2.1 oder so. Ach so. Und es ist eine andere Edition von deiner Uhr. Das zählt nicht. Nee, als neue ich habe ja auch meine Smartwatch für die Leute, die es nicht wissen, ist die Gear 2 Neo. Ja. Ich habe eine Smartwatch und ihr könnt mich jetzt verurteilen, wie ihr wollt. Ich mag sie. Die Apple Watch kommt ja noch nicht raus. Die braucht noch etwas und ich finde die ganz ehrlich nicht schön. Oh, das hat nicht schön. Gar nichts damit zu tun, dass ich Apple nicht mag. Das ist einfach nur rein objektiv betrachtet potthässlich. Ganz ehrlich, guckt euch die Uhr mal an und dann versucht mir bitte das Gegenteil. Habe ich da jetzt eiskalt Schweine getötet und habe das Steak nicht mitgenommen, weil ich es nicht einsammeln konnte? Deprimierend. Oh, okay. Ja, nee, das läuft doch. Aber das Geilste war heute immer noch im Apple Store in Dresden. Da musste die Polizei einschreiten. Weil die Leute sich anscheinend ums Apple iPhone 6 geprügelt haben. Das ist doch stabil. Weil jeder heute das neue iPhone haben wollte. Weil sie ja schon seit Mittwochabend vor den Apple Stores zählten. Aber das stimmt dann, ist ja ein Apple. Wie erbärmlich. Ja, aber das ist... Oh, hier ist jemand gestorben. Mit kompletter Dia-Rüstung, Dia-Sagen, Dia-Schaufel. Ernsthaft? Du hast gerade die komplette... Oh, okay. Wie lange liegt das denn schon hier? Es interessiert mich gerade auch. Dadurch, dass es da frei rumliegt, du hast volles Recht, es zu behalten. Ja, aber das Problem, mein Inventar ist voll. Ich muss jetzt irgendwas Junge, loswerden. Junge, die Rüstung an, schmeiß irgendeinen Scheiß weg. Ja, ich habe dafür ja schon eine Eisenrüstung an. Bilder schmeiß die Eisenrüstung mehr. Weg oder bring Samen die mir mit. Ich nicht mehr. Ich Samen, du brauchst, Melonensamen brauchst du, ne? Ja, aber die legen so viel Dia-Sachen. Ja, aber Melonensamen nicht wegschmeißen. Ja. So, Erde weg. Brauchen wir einen Eimer, einen Eiseneimer? Nein, der kann auch weg. So. Lava-Eimer, Holzhacke weg. So. Ja.
Kann ich hier Feuerzeug weg, Eisenhelm weg. Okay. Kommt nur noch Schotter. Das heißt, ich mache mir jetzt aus dem restlichen. Ah ne, da ist ja eine Workbench. Mache ich mir aus dem Zeug noch eine Workbench. So. Mach daraus eine Truhe und tu da die restlichen Sachen rein. Für nette Leute, die Sachen hier finden. Okay. Überhaupt habe ich so ein bisschen Überblick. Okay, dann lasse ich also den. Das da, okay. Was ich sage, ist gleich, was ich hier lasse. Ich lasse hier einen Goldhelm, einen Eisenhelm, ein Feuerzeug, ein Eisen, 5 Holz, bisschen Kabel, eine Eisentür. Und ja, komm, der Eisenhelm ist eh kaputt. Die Frage ist, was wollte derjenige hier? Die Frage ist, wo bist du? Bei X166 und Z-155. Oh, da habe ich keine Ahnung, was das sein soll. Aber ich habe die ja Sachen, ja. Ist einer gestorben. Ja, das ist doch auf jeden Fall cool. Die Frage ist, wie lange überlebt das Zeug? Ja, ja, aber normalerweise ist es nur so, dass die Items nach 5 Minuten ja, weg. Aber wenn niemand in diesem, es ist in diesem Bereich ist, wo der gestorben ist, dann laufen da sozusagen ja keine 5 Minuten. Stimmt. So, wir haben jetzt sozusagen hier eine kleine Treppe nach oben. Ah, sieht doch mal noch nicht so gut aus, finde ich. Die Treppe. Hier muss ich auf jeden Fall ein Geländer noch drumherum machen, um die Treppe. Und das in die Richtung hier noch verschönern. Der Baum sieht unnatürlich aus. Der da oben ist. So. Ich kann mir vorstellen, dass der. Was für den Koordinaten her passt. Was man nicht so alles findet, man sinnlos läuft. Einfach mal eine Dia-Rüstung. Ja, warum nicht? Wenn ich jetzt sterbe, mit 3 Dia-Schwertern, 12 Diamanten. 3 Dia-Schwertern? Ja, ich hab eins von, wenn ihr die Folge 14 anguckt, ein Diamantschwert durch das Töten von irgendeinem Teamkollegen bekommen. Und das hast du immer noch? Okay, ja, das auf jeden Fall fair. Nee, das hat nämlich irgendwie Schärfe oder so und der meinte damit uns zu killen. Ja, das eine Diamantschwert habe ich selbst irgendwann, glaube ich, mal gemacht. Und das andere habe ich gerade gefunden. Okay. Und dann habe ich noch eine Diamantschaufel, 2 Diamantspitzhacken, eine Diamantaxt und noch eine Diamantrüstung. Und noch Obsidian, ein bisschen Eisen und Essen. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch mehr Holz. Ich gucke jetzt mal, was ich noch finde, aber ich befürchte, da unten wird nichts mehr sein. Warte, ich gucke vorher nochmal hier in unserer Kiste. Eichenholzstufen wollte ich jetzt eh nochmal haben. Okay. Für den Rest muss ich unten gucken, was da noch drin liegt. Darum brauche ich auf jeden Fall jetzt was. Gegen normale Samen. Oh, es hat aufgehört zu regnen. In Minecraft? Ja. Weiß ich gar nicht. In der Erde wahrscheinlich. Ja, wir sind ja hier in unserer großen Stadt. Da kommt wenig Regen rein. Ich bin gleich mal gespannt, in welcher Folge ich wieder nach Hause finde. Ja, das sind wir alle gespannt. Jo. So. Mittlerweile schon bei 2000. 0,500, ne? Was? Ich bin bei X83 und Z 1600 Blöcke, also ich bin ungefähr fast 2000 Blöcke entfernt. Tja, dann lauf mal.
Nee, ich laufe noch weiter weg. Warum das? Weiß ich nicht, ich hab gleich kein Essen mehr. Okay. Ja. Dann. Aber hier sind Kühe. Und ein Skelett. Nein, okay. Ein... Habe ich Leder? Okay, Leder brauche ich nicht. Muss ich die Eisentür dafür da lassen? Ich lasse das Holz hier für liegen. Das Leder. Leder können wir wieder für die Bücher gebrauchen. Du solltest dankbar sein, wenn ich lebend wieder zurückkomme. Ja, das sollte ich, glaube ich, wirklich. Weil ich bringe dann den Reichtum mit. Oh Gott. So, hier geht's zu. Hab nämlich jetzt schon 3 Leder. 4 Leder. Okay, hier ist ein Raum. Okay, den muss ich aber auch noch verbessern. Wenn ich hier hochgehe. Oh, ich muss jetzt erstmal hier die kompletten Gesteinsbrocken, die ja so kacke rumhängen, entfernen. Ein Skelett! Töte es. Lass es nicht überleben. Es gibt ja einige, finde ich, coole Videos auf YouTube. Und zwar bin ich letztens auf ein Video gestoßen, wo jemand Kollege nachgemacht hat, wie er gerade ein Minecraft Let's Play macht. Und der Kanal, dieser Spaßkanal, also es gibt einen Kanal, der hat das gemacht und dann ganz am Anfang so Intro, Kollege LP, und hat er halt so begonnen, yo meine Freunde, was geht, ich zeige euch jetzt mein Haus. Also so eigentlich relativ coole Sachen. Und das finde ich eigentlich eine richtig coole Idee. So Sachen, also so berühmte Leuten, wenn man so Stimmen verstellen kann, nachzumachen und daraus dann Let's Plays zu machen. Finde ich richtig cool irgendwie die Meinst Idee. Meinst du ungefähr so? Nee, mach ich jetzt doch nicht. Weiß nicht, ob es gut ankommt. Guten Tag, ich bin der Führer der Deutschen. Naja, das ist nicht unbedingt. Let's Play. Nicht unbedingt, das meine ich. Das ist das Let's Play von Games House. Der einzig führende Kanal auf Deutschland. Ja, so ähnlich. Okay, alles okay. Gut. Cool. Ah, jetzt hab ich den Kabel zu Hause Oh, die Eisenblöcke sollte ich nicht weg. So, wie krieg ich jetzt Kabel her? Ich hab kein Kabel mehr. Wo krieg ich jetzt Kabel her? Ich hab kein Kabel mehr. Ich bin der Rhymer, ich bin der Swagger. Ja, ich baue jetzt irgendwie alle 200 Blöcke. Aber ich brauch auf jeden Fall ganz normales Eichenholz, also wenn du zurückkommst. Bitte nimm mir etwas mit. Ich brauche jetzt 8 Kabel. 2, 3, 4, 5, 6, 7. An diesem Ort werde ich jetzt eine längere Zeit sein, weil ich Essen brauche. Ach ja, ich kann ja kein Kabel einsammeln, weil ich andere bedürfe. So, der Raum ist ja relativ klein hier. Hier kann man, denke ich, noch was reinsetzen. Und hier oben